Seid gegrüßt, der Wulf Mengan hier mit dem Update Guide zu unserer Mesmerin zu Guild Wars 2. Und zwar, wie ihr seht, ich habe einen neuen legendären Gegenstand, den Stab. Aber das ist nicht, weshalb ich das Update mache, bin schneller als ein Centaur. Sondern es hat sich ja, wie schon im vorherigen Guide, einiges getan. Und zwar mit dem Training. Dazu komme ich jetzt aber gleich. Denn als erstes, für die, die das jetzt zum ersten Mal sehen, fangen wir wie gewohnt mit der Rüstung an. Dieses auf Kraft, Präzision und Zustandsschaden. Und zwar komplett durch. Mit der Rune der Ratlosigkeit, die uns nochmal Zustandsschaden und Konfusionsdauer gewährt. Und auf sechster Position haben wir dann nochmal plus 20% Konfusionsdauer. Wenn ihr einen Gegner unterbrecht, fügt ihr 5 Stapel Konfusion für 8 Sekunden zu. Bei dem Schmuck ist es auf Kraft, Präzision und Zustandsschaden mit einer unverwüstlichen Infusion mit Zähigkeit. Der Schmuck ist ansonsten auf Kraft, Präzision und Zustandsschaden. Und sie hat tatsächlich ihr erstes aufgestiegenes Rüstungsteil bzw. Schmuck. Da hinten dreht gerade mal wieder einer durch. Ebenfalls auf Kraft, Präzision, Zustandsschaden. Mit Qualwiderstand plus 5 und Zähigkeit. Aber wie schon beim Krieger gesagt, den Qualwiderstand braucht man momentan nur in den Nebeln bzw. in den Fraktalen. Da gibt es dann noch ein zweites aufgestiegenes Rüstungsteil und zwar das Medaillon. Auf Kraft, Präzision und Zustandsschaden. Da gibt es allerdings noch keine Infusion, weil die habe ich einfach noch nicht hergestellt oder ich habe es einfach vergessen herzustellen. Dann bei den Ringen ist es das gleiche. Kraft, Präzision, Zustandsschaden. Als nächstes kommen wir zu den Waffen. Diesmal fange ich erstmal mit den Unterwasserwaffen an. Das Atemgerät ist auf Kraft, Zähigkeit und Wildheit. Ebenfalls mit der Rune der Ratlosigkeit. Denn das ist äußerst wichtig, wenn ihr unter Wasser seid und die Rune nicht drin habt. Habt ihr hier den sechsten Punkt, der fehlt euch einfach. Dann haben wir Kraft, Zähigkeit und Zustandsschaden. Mit der Rune bzw. Sigil der Rage. Die uns bei 50%ige Chance gewährt, Schnelligkeit für 3 Sekunden zu bekommen. Bin schneller als ein Centaur. Und als Speer, ah ja, das war übrigens der Dreizack. Und als Speer haben wir ebenfalls Kraftzähigkeit, Zustandsschaden mit der Sigil der Verdorbenheit. Also ihr seht, das ist meine Hauptwaffe unter Wasser, die uns nochmal Zustandsschaden plus 10 gewährt. Und zwar stackt das Ganze auf 25 Stapel. Bin schneller als ein Centaur. Und die geringe Sigil der Gefahr erhöht die zugefügte Verwundbarkeit um 20%. Hier bei dem Dreizack seht ihr, haben wir noch keine weitere Sigil. Da könnte man zum Beispiel auch die Sigil des Zustandsschadens mit drauf tun, also der Verdorbenheit. Das muss man allerdings, kann man machen, wie man möchte. Daher, dass ich ihn äußerst selten nutze, habe ich da auch noch keine weitere Sigil drauf getan. Bei den Waffen haben wir Kraft, Präzision und Zustandsschaden auf dem Stab. Und zwar mit der überlegenen Sigil der Verdorbenheit.
Das ist das gleiche wie beim Speer, halt plus 10 Zustandsschaden für jeden besiegten Gegner. Und zwar 25 Stapel. Allerdings, wenn man das Ganze auch noch im PvP spielt oder beziehungsweise im WVW, dann bekommt man nochmal 5 für jeden besiegten feindlichen Spieler dazu. Als zweites haben wir die überlegene Sigill des Wassers. 30%ige Chance bei Treffern, halt Verbündete in der Nähe. Dazu muss ich sagen, ihr selber seid ebenfalls ein Verbündeter. Dann als zweites haben wir Kraft, Präzision und Wildheit. Und zwar das Düsternisschwert mit Sigill der Verdorbenheit und der Sigill der Ausdauer. Eure Ausdauer wird bei jedem getöteten Gegner wieder gefüllt. Das ist ziemlich wichtig, wenn man hier sehr viel dodgt. Dazu komme ich jetzt aber gleich noch. Dann als zweites Waffenset habe ich dann noch das Schwert auf Kraft, Präzision und Zustandsschaden mit der Sigill der Verdorbenheit und Kraft, Präzision und Zustandsschaden, den Fokus mit der überlegenen Sigill der Ausdauer. Denn manchmal kann es sein, dass ich dann sage, okay, ich gehe nicht auf den Stab und gehe nur auf Großschwert, Schwert und Fokus oder gehe auf Stab, Schwert und Fokus. Je nachdem, in welchem Gebiet ich zum Beispiel bin. Kommen wir nun zu dem Training bzw. den Eigenschaften. Ihr seht, wir haben hier alles inzwischen freigeschaltet. Daher gehen wir auch gleich auf das Bult. Ich werde jetzt hier nicht jede einzelne Waffenfertigkeit vorlesen. Ich bleibe wie gewohnt einfach jetzt mal auf den Waffenfertigkeiten im Moment drauf, damit ihr euch das durchlesen könnt. Oder ihr pausiert das Ganze, müsst ihr je nachdem sehen, wie ihr das gern möchtet. Das waren jetzt die Waffenfertigkeiten des Stabes. Kommen wir jetzt zum Großschwert. Da müssen Sie schon härter zuschlagen. Bin schneller als ein Centaur. Und dann gehe ich noch einmal kurz hier auf Schwert und Fokus, damit ihr euch das auch noch mal kurz durchlesen könnt. So, ich gehe mal wieder auf den Stab. Wobei man mit dem Großschwert also ordentlich Schaden macht. Mit dem Stab macht man auch Schaden, das muss man allerdings skillen. Dazu, wie man das, wie ich es skille, komme ich gleich, nachdem ich euch hier einmal noch die 6 bis 0er oder 6 bis 10er Reihe gezeigt habe. Halt als Heilskill, halt Siegel des Äthers. Das ist meines Erachtens nach beim Mesmer eigentlich ein Nonplusultra. Dann Spielbilder. Kann man machen, muss man nicht. Man könnte jetzt auch sagen, okay, ich nehme anstatt Spielbilder, nehme ich jetzt zum Beispiel noch ein weiteres Siegel mit rein. Dann wäre ich halt ein reiner Siegelmesmer. Oder hier Nullfeld.
Zum Beispiel. Wobei, da bin ich gerade. Ah ja. Also das Nullfeld sollte man eigentlich immer mit drin haben. Das Siegel der Inspiration auf jeden Fall auch. Bin schneller als ein Und hier bei dem kann man halt gucken, was man nimmt. Den nutze ich meistens dann für... Wo ist er? Genau. Dafür für das Portal. Jetzt bleibe ich aber erstmal auf Siegel der Inspiration stehen. Bin schneller als ein Centaur. Dann halt das Nullfeld. Und halt die Zeitschleife. Es gibt auch einige, die nehmen dann Siegel der Demut. Oder was ich ungern nutze, ist halt die Massenunsichtbarkeit. Was haben wir? Bin schneller als ein Centaur. Also Grenzschnitter. Na, okay. Und hier habt ihr das Ganze halt noch, dass ihr euer Gegner in einen Moor verwandelt. Ist nicht mein Fall, deshalb bleib ich halt auf der Zeitschleife. Portal, das brauche ich jetzt gerade nicht, sondern gehe hier wieder auf Spiegelbilder. Denn... Je mehr Spiegelbilder ich habe, da kommen wir jetzt zu den F1-Fertigkeiten. Wobei, die erkläre ich euch, F1 bis F4, die erkläre ich euch, wenn ich jetzt zu der Spezialisierung komme. Und zwar als erstes haben wir die Illusion. Da haben wir Illusion, nähere Vergeltung. Alle Zerschmetterfertigkeiten bewirken bei... Bei Treffern, oh mein Bob, Konfusion. 5 Sekunden lang 123 Punkte Schaden. Und bei Benutzung von Fertigkeiten bekommt der Gegner dann sogar noch mal ein bisschen mehr Schaden. Und zwar 205 Punkte. Dann haben wir verbindende Kraft. Verursacht mehr Schaden und Standsschaden für jeden eurer aktiven Illusionen. Deshalb laufe ich auch mit den Spiegelbildern hauptsächlich rum. Weil die anderen beiden sagen mir zumindest nicht zu. Dann haben wir Flinkheit der Illusion. Flinkheit des Illusionisten. Verringert die Wiederaufladezeit von herbeigerufenen bzw. Herbeiruffertigkeiten oder Illusionsherbeiruffertigkeiten. Man könnte jetzt auch sagen, okay, ich nehme nicht das Nullfeld und nehme halt noch einen Klon mit. Und ich glaube, einen Klon müssten wir... Genau. Die Schwerter, die geschmiedet haben, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ah ja, die Fertigkeiten übrigens, die könnt ihr hier ändern. Wenn ihr das möchtet, ich tue es nicht. Dann das nächste zerschmettert des Desillusion. Zermalmt die Desillusion.
Pensionierten. Zerschmetterfertigkeiten fügen bei Treffern Pein zu. Ein Stack, Pein 6 Sekunden, 413 Punkte Schaden. 825 Punkte Schaden bei Bewegung. Das ist das hier, was ich sagen wollte. Und zwar, wir bekommen dadurch bei einer Illusion, machen wir halt 1072 Punkte Schaden, wenn wir sie explodieren. Und der Gegner bekommt dann auch nochmal Pein, Verwundbarkeit und Konfusion. Bei 2 sind es halt dann 2, 4 müssten es glaube ich sein. Und genau, weil wir ja zweimal 1444 Punkte Schaden machen. Und bei 3 sind es 6 Stack Pein. Und der Gegner bekommt dreimal 1878 Punkte Schaden. Und das Ganze ist halt bei den anderen Zerschmetterfertigkeiten ähnlich. Nur, dass die halt nicht so viel Schaden machen. Außer, dass wir hier halt Regeneration bekommen. Hier bekommen wir Wut. Und hier bekommen wir Schaden und Elan. Dann die Fertigkeit, die wir nicht umwechseln können, ist Meister der Irreführung. Und dann als letztes haben wir hier noch die Fertigkeit Meister der Fragmentierung. Und zwar eure Zustandszerschmetterfertigkeiten werden stärker. Das ist schon mal eine Hausnummer, sag ich jetzt. Boshafte Hexerei muss nicht unbedingt sein. Meines Erachtens nach. Dann als zweites haben wir die Beherrschungsmagie. Da haben wir die Illusion der Verwundbarkeit. Da seht ihr 8 Sekunden lang Verwundbarkeit. Wenn wir das jetzt umändern würden, hätten wir das halt bei den Zerschmetterfertigkeiten nicht. Dann haben wir zerfetzender Bruch. Genau, hier ist das mit den Zerschmetterfertigkeiten. Warum jetzt das gerade? Ach, wenn wir den Gegner unterbrechen. Dann haben wir halt Betören. Wenn ihr einen Gegner benommen macht, bewirkt ihr Verwundbarkeit. Ja, ich glaube, wir machen ihn nicht wirklich benommen. Verkrüpplung. Nee. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Nicht wirklich. Aber die Fertigkeit kann man halt nicht umändern. Und vielleicht macht man ihn ja irgendwann doch mal benommen. Durch einen Zufall. Entschuldigt. Und dann bekommt er halt nochmal Verwundbarkeit. Dann haben wir hier verschwommene Inschriften. Bin schneller als ein Centaur. Da wird halt die, wenn wir zu viele Zustände haben, da müssen sie schon härter zuschlagen. Können wir halt ein Siegel zünden, daher ist das nicht so verkehrt. Muss nicht sein. Dann haben wir
Zerbrechlichkeit. Für jeden Stapel Verwundbarkeit machen wir halt noch mehr Schaden. Und dann haben wir halt mentale Qual. Bin schneller als ein Centaur. Aber seit die Drachen erwacht sind, na, nee, nicht wirklich. Und dann haben wir halt zu guter Letzt noch Chaos. Bekommen wir Regeneration. Spürt die Wut. Das heißt nicht, dass wir uns nicht wehren sollten. Vielleicht sorgt erst das für Gleichgewicht. Das ist natürlich super illusionäre Verteidigung. Wir bekommen weniger Schaden, reduziert Schaden für jeden eurer Illusionen in der Welt. Bin schneller als ein Centaur. Wir können nur 3 haben, aber immerhin sind das 9% Schadensreduzierung und das kann schon ziemlich hilfreich sein. Dann erhaltet Schutz, wenn ihr Regeneration erhaltet. Schaden anzurichten. Sie hat keinen Zahn mit zurückgebracht. Dann Siegel der Pein. Wenn ihr durch Betäubung, Benommenheit, Rückschlag, Schlag, Ziehen, Niederschlag Schirken? Okay. Schweben, Furcht provozieren oder hochschleudern. Kampfunfähig seid, reflektiert ihr den Kampfunfähigkeitseffekt zurück auf den Verursacher. Allerdings provozieren wir dadurch den Gegner auch, aber das macht überhaupt nichts. Müssen sie schon härter zuschlagen. Und dann halt oh Mann. Ertragreiche Ernüchterung. Oh mein Bob. Wenn ihr eine Zerschmetterfertigkeit benutzt, erhaltet ihr Stabilität. Ihr und eure Verbündeten in der Nähe erhalten Segen basierend auf der verwendeten Zerschmetterfähigkeit. Halt zum Beispiel Regeneration, Wut, Elan oder halt Macht. So viel jetzt erstmal hierzu. Muss ich gerade mal gucken, gibt es denn schon eine neue Waffe? Nee. Das kommt wahrscheinlich auch erst mit dem Update. Wir könnten zwar jetzt sagen, okay, ich gehe hier eher zum Beispiel auf Zweikampf noch mit, aber das ist nicht wirklich mein Fall. So, dann reise ich wie gehabt hier einmal her. Ist das die richtige? Ja, das ist die richtige Stelle. Ich hoffe, dass das Laden jetzt nicht allzu lange dauert. Ich muss dazu sagen, der Mesmer ist inzwischen auch tatsächlich eine meiner Main-Klassen, wenn nicht sogar die Main-Klasse. Und die nächste Klasse, die wahrscheinlich meine Main-Klasse werden wird, ist dann auch der Wiedergänger, auf den ich mich übrigens
extremst freue. Und ich kann es kaum erwarten, bis Heart of Thrones released wird. So. Na. Also, momentan scheint da ziemlich viel los zu sein. Ja, jetzt sind wir da. Klasse. So. Oh, was ist denn hier gerade los? Da können wir dann gleich einmal rein. So, ich hoffe, dass das Ganze jetzt nicht allzu sehr ruckelt. Weil ich ja nebenbei noch das Ganze noch render vom Krieger. Bin schneller als ein Centaur. Hier suchen wir uns hier nochmal wieder einen Gegner. Ja, nehmen wir hier gleich den. Nehmen wir die zwei Klone. Nullfeld. War doch gerade Nullfeld, ne? Oh, ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht, dass das Spiel hier gerade gehakt hat oder hakt. Und ihr seht, also mit dem Stab ist der Gegner gleich sehr, sehr schnell down. Wenn ich das Ganze jetzt auf Großschwert gehe, oder wenn ich auf Großschwert gehe. Ach man. Bin schneller als ein Centaur. Ich fühle mich gut. Und dann gleich zünden und ihr seht, es hat keine 4 Sekunden oder 3 Sekunden gedauert und dann war der Gegner auch hin. Ups, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt nicht so ruckelt, wie es hier bei mir aussieht. Gegner einmal zurückziehen. Okay, hier den Segen, den brauchen wir nicht unbedingt. Und dann helfen wir jetzt hier nochmal bei dem Veteran. So. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Jetzt könnten wir noch mal auf Stab wechseln, glaube ich, machen wir auch noch mal. Erfrischen. Ja, normalerweise habe ich hier auch nicht unbedingt zu viel Gift drauf. Und dann zu guter Letzt wechsle ich auch noch mal auf das Schwert und den Fokus. Da nehmen wir uns jetzt mal den Gegner. Bin schneller als ein Centaur. Können wir nochmal wechseln. Und da ist er dann auch hin. Ich nehme wieder den Stab. Ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich diesbezüglich jetzt auch kein Bafut erwähnt habe. Momentan nehme ich halt hier das 45 Minuten 18% magisches Gespür und 10% mehr Gold von Monstern. Aber ihr solltet, wenn ihr das so spielen wollt, eventuell sehen, dass ihr halt was mit Zustandsschaden bekommt, damit euer Zustandsschaden nochmal erhöht wird. Denn so kriegt ihr euren Gegner noch schneller down. So, und dann gehe ich hier jetzt einmal kurz hoch.
Ich hoffe, dieses Update hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Euer Wolf Mingan.